Hier kommen deine Tagesenergien für rund um Donnerstag, den 17. November 2022. Schauen wir rein, was hier so los ist in unserer schönen Welt der Karten für rund um Donnerstag, den 17. Und denk dran, wenn du es noch nicht gemacht hast, besorg dir alles für deinen Adventskranz. Traditionell wird er am 21.11. zusammengestellt. Was du dafür brauchst, folg mal dem Link zu meinen Rauhnächten. Da gibt es einen kostenlosen Teil, wo du Infos bekommst, was du dafür brauchst, wie der traditionell eigentlich auf Hexisch richtig gehandhabt wird, nicht nur auf Hexisch, auch so wie es eigentlich mal war. Folgt mal dem Ganzen. Auch was du generell für die Rauhnächte brauchst, wofür die stehen und so. Also da hast du mein Programm, das du bezahlst, weil wir gemeinsam durch die Rauhnächte zusammen gehen. Aber es gibt dann auch einen Klick-Button zu einem kostenlosen Vorbereitungsteil und da kannst du mal reingucken. Genau. Also, wir haben für rund um Donnerstag das Thema innerer Frieden, Rückzug, irgendwas löst sich und Meditation. Und wir sehen sie hier. Siehst du das? Ich glaube, mein Licht ist zu lichtig. Zu lichtig. Wie entspannt sie hier im Wald sitzt und blendet, ne? Naja, also wir erkennen die Umrisse, sie sitzt entspannt im Wald, vertrau mir da einfach, hat Blumen im Schoß und meditiert. Aber letztendlich natürlich geht es um Meditation, um wieder Licht ins Dunkel zu bringen, um in die eigene Mitte zu kommen, bei sich anzukommen, um zu sagen, Moment mal, es gibt nichts, was es wert ist, dass ich meinen inneren Frieden darüber verliere. Es gibt nichts, was mich in Unruhe bringen kann. Und wenn, dann weiß ich, was ich tun kann, um da rauszukommen, um wieder mehr in meiner Kraft und in meiner Mitte anzukommen. Ich lasse die laute Welt da draußen hinter mir und entspanne mich rein in mich selbst, weil ich bin der Ort, der mir am meisten Kraft und Halt geben kann im Leben. Und wenn mich die laute Welt verwirrt oder zu viele Stimmen verwirren, dann wäre das ein guter Moment, um dir ein paar Auszeiten einzuplanen, wo du vielleicht wirklich in die Natur gehst, in die Ruhe gehst, dich mit dieser Ruhe draußen verbindest, dich erdest und wieder in deiner Kraft ankommen kannst. So, aber warum brauchen wir das denn? Wir haben es nochmal, Rückzug, Heilung. Also es geht wohl darum, um auch irgendwelche Antworten zu finden. Wir haben ja zweimal dieses helle Licht. Vielleicht hast du irgendwelche Fragen, die dich verwirren. Vielleicht hast du Fragen, die dich nachts nicht schlafen lassen, die dir im Kopf rumschwirren. Vielleicht geht es auch darum, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, auf deinem Weg weiter voranzugehen. Und du fragst dich halt, naja, was mache ich denn jetzt? Und letztendlich werden dir die Antworten nicht kommen, indem du da nachts wach liegst und grübelst, 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 sondern die Antworten werden kommen, wenn du dich aus deinem normalen Alltagshektik herausziehst und mal in die innere Ruhe gehst und auf einmal sind Antworten da und auf einmal ist alles so logisch und du sagst dir, warum bin ich denn da nicht gleich drauf gekommen? Ist ja seltsam. Und erwarte auch nicht, dass sich die Dinge zu schnell entwickeln, aber Schritt für Schritt werden sie sich entwickeln, sortieren und ordnen und neue Möglichkeiten aufzeigen. Und zwar nach und nach und nach. Es wird wahrscheinlich nicht diesen Moment geben von blub und über Nacht ist alles anders, sondern es wird ein Prozess sein, der auch Spaß machen wird, wenn du es zulässt. Aber pass auch auf, dass du, ich kenne mal die neuen der Stäbe. Ich kenne mal die neuen der Stäbe, bitte. Auch hier langsames Vorankommen. Also langsam, aber voran. Ja, pass auf, dass du dich in deinem Gedankenwirrwarr nicht ausbremst und gar nicht vorankommst, weil du so sehr im, naja, Drama bist, weil du sagst, ich habe keine Zeit für so einen Scheiß hier. Das muss ich auch alleine fügen können. Nee, wird es nicht. Du brauchst dieses bewusste Rausgehen, du brauchst dieses wieder in die Balance kommen. Zu wissen, was ist der nächste Schritt, wo geht's hin? Und es ist ein langsames Vorankommen, auch hier wieder aus einer unruhigen, von einer unruhigen Fahrt rein in ruhiges Gewässer.
Und dahin, wo es richtig ist und wo es sich wohlig für dich anfühlt. Und pass auf, dass du nicht in die Falle tappst, Dinge zu wiederholen, Muster zu wiederholen. Deswegen ist dieser Rückzug hier so wichtig, um mal auszusteigen aus irgendwelchen bestehenden Mustern, aus irgendeiner Falle, in die du schon öfter reingetappt bist. Ob das jetzt was Berufliches ist, könnte man meinen mit den ganzen Münzen. Könnte aber auch genauso gut der Anfang einer neuen Partnerschaft sein. Oder, naja, sagen wir mal, vielleicht nicht der Anfang, aber. Weißt du, wenn es sich so ein bisschen weiterentwickelt und wenn die rosarote Brille dann ab ist und man denkt so, oh, es atmet, oh Gott, mag ich das? Und zu sagen, pass auf, dass sich nicht irgendwelche Muster wiederholen, dass du wieder in die gleiche Schleife tappst, sondern sagst, Moment mal, ich ziehe mich mal zurück, damit ich es diesmal anders mache. Und zwar da, wo es sich für mich gut anfühlt, da, wo es für mich rund ist, weil ansonsten, ja, kriegst du weiterhin nur Kopfzerbrechen. Da haben wir es nochmal. Also lieber rausziehen aus einer Situation, bewusst werden und wieder reingehen. Rausziehen, bewusst werden, reingehen. Dauert länger vom Weg her, ist aber zielführender und effektiver, weil es dich dahin bringt, wo du hin willst und nicht vor eine Wand rennen lässt, die dir wieder neue Kopfschmerzen macht. Ich muss die Karte eigentlich hinlegen. Weil du schon wieder in das gleiche Muster getappt bist wie immer. Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, jemand bist, der einmal im Jahr den Job wechselt, weil er sagt, ich bin schon wieder mit den Kollegen aneinander geraten. Oder irgendwelche Geldthemen hast, die immer sich im Kreis laufen. Oder wie gesagt, partnerschaftlich. Wie habe ich es denn geschafft, mir schon wieder so eine komische Person an Land zu ziehen? Das gibt's doch nicht. Dann diesmal zu sagen, vielleicht liegt es nicht daran, was das für eine Person ist, sondern vielleicht liegt es daran, dass du irgendwo nicht hinschauen willst, was du aussendest, was du machst, was dein Muster ist, in dem du gefangen bist. Und wenn du da mal hinschauen würdest, weil die Möglichkeit hast du ja, mal dich rausziehst, reflektierst, die Erkenntnisse nimmst, die da kommen, dann kann sich ja auch die Handlung daraufhin ändern und du lässt dich von Sachen, die dich vorher vielleicht auch angepiekst oder getriggert haben, nicht mehr so schnell ins Bockshorn jagen, sondern bleibst halt weiterhin, hier haben wir ja nochmal die Position, die wir hier auf der ersten Karte haben, in deiner Ruhe, in deiner Mitte, in deiner Kraft, stehst über den Dingen und erkennst, worum es wirklich geht, statt in die gleiche Falle wie immer zu tappen. So, haben wir hier noch was? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Botschaft ist eindeutig. Dann gucken wir mal, was wir noch als letzten, huch, das ging schnell, Rat für dich haben. Ich akzeptiere die Gaben, die mir gegeben worden sind, als Service an diese Welt. Also ja, schau mal, was du der Welt geben kannst. Und wir haben hier so schön diese Blumen, dieses Erblühen, dieses auch wieder über dich hinauswachsen, weil das ist ja auch ein Service an der Welt. Wenn du dich mit dir selber beschäftigst und zu Erkenntnissen kommst, dann kannst nicht nur du erblühen und kommst zu neuen Schritten, ja, zu neuen Ergebnissen, sondern jeder andere, der mit dir zu tun hat, ja auch. Also wenn du an dir arbeitest, an deinen Heilungsprozessen, mal hinschaust, dass du sagst, ich steige aus irgendwelchen Mustern aus, ich stehe dafür nicht mehr zur Verfügung. Das ist nicht länger meins. Ich entscheide das jetzt. Und ich bin achtsam, wenn diese Trigger kommen, wie ich damit umgehe, ziehe mich erstmal in die Natur zurück, in die Meditation zurück und die Kontemplation, in die Reflexion zurück, damit ich aus einem Muster aussteige, anders damit umgehe, dem auf den Grund gehe, andere Entscheidungen treffe, andere Handlungen vollführe und damit wachse nicht nur ich über mich hinaus, sondern auch alle anderen. Und ich bringe sehr viel mehr Heilung und Liebe in diese Welt. Und das ist der Service, den ich hier biete. Und ja, perfekter kann es ja gar nicht laufen. Ich kann vielleicht nicht die Welt kontrollieren, aber ich kann sehr wohl kontrollieren, wie ich mich entscheide, das Ganze wahrzunehmen. Yay. Und dafür brauchst du aber hier auch den Rückzug aus der lauten Welt rein in die stille Welt. Um genau hinzugucken, statt nicht hinzugucken. Hingucken, statt nicht hingucken. Sonst Kopfschmerzen. Wollen wir nicht. Okay. Das war dein Reading für rund um Donnerstag, den 17. November. Ich danke dir fürs Einschalten und freue mich, dass du dabei warst. Und ja, unterstütze mich hier gerne, indem du auf Gefällt mir klickst, einen Kommentar unter dem Video dalässt, meinen Kanal abonnierst, wenn du es nicht schon getan hast. Das hilft mir oder beziehungsweise allen hier auf YouTube natürlich sehr, 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 sehr. Das sind kleine Möglichkeiten, wie du uns hier unterstützen kannst. Falls du schon mal sowas von Algorithmus gehört hast, darum geht's. Und ja, dann vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, deine Denise.